Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir waren ja hier bei Hermanns militärischen Antiquitätenladen stehen geblieben. Im ersten Part haben wir ihn halt gebaut, jetzt geht es ran, das Ganze uns auch von innen drin mal anzugucken. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein und besuchen mal Hermann. Ha, ich sehe ihn schon hinter der Theke. Hallo Hermann. Hey, darf ich mich hier ein bisschen in deinen Laden umgucken? Ich zeige den Leuten mal alles hier, was so hier an deinen Verkaufsarsenal, was du hier alles so hast, verfügbar ist. Ja, oh, okay. Okay, würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an, hier uns hier ein bisschen umzuschauen, denn Hermann hat oft umgebaut in seinen Laden. Im Laufe der Zeit der Simpsons in jeder Staffel sah der immer ein bisschen anders aus. Ich habe mich an sich eigentlich nur ein bisschen von der Deckenfarbe, Bodenfarbe und natürlich Wandfarbe gerichtet, was jetzt der aktuelle Stand ist und was so an der Wand alles hängt, das kann halt in Minecraft alles sein. Ne? Alles, was man sagen kann, das ist jetzt eine Waffe oder irgendwas anderes, dann kann man das hier nehmen. Wir fangen einfach mal hier vorne an. Was habe ich hier so ein bisschen hingemacht? Na klar, Schwerter, Äxte oder so ein Dreizack kennt man natürlich in Minecraft. Das sind natürlich Waffen oder auch so ein Bogen gibt es. Aber es gibt ja noch viel mehr, wie zum Beispiel Rüstungen. Ne? Schusssichere Westen oder kugelsichere Helme kann man hier natürlich nehmen. Natürlich auch für seine Reittiere oder kann man sagen für seine Fahrzeuge. Ne? Kann man natürlich auch ein bisschen Panzermaterial kaufen. Es gibt natürlich auch ein bisschen Tarnfarbe oder ein paar Masken, die man sich hier kaufen kann. Hier zum Beispiel haben wir ein bisschen Tarnfarbe. Dann gibt es natürlich auch viel mehr Sachen. Hier zum Beispiel noch so ein anderer Helm. Oder Fallschirme. Da kann man die Lytras nehmen. Was haben wir hier vorne? Alles noch ein paar Masken. Natürlich hier noch ein paar Schaufensterpuppen, ne, die ein paar Waffen zur Ausstellung haben. Man kann natürlich auch Redstone-Technik überall hinten packen. Ne? Ich sag mal, man kann natürlich auch noch TNT und sowas in den Laden machen. Aber mir ist das immer ein bisschen unsicher, wenn man hier TNT platziert. Aber all solche Sachen kann man natürlich hier in solch einen militärischen Laden natürlich reinlegen. Ja, was gibt's noch? Natürlich verschiedene Munitionsarten kann man natürlich hier in den Laden ausstellen, was der Kunde sich natürlich kaufen kann. Am besten wäre es auch mal, wenn man irgendwie so Truhen überall platziert, wo man dann das Material auch noch reinpackt. Ne? Dann kann der Kunde sich was nehmen und dann geht er hier zur Kasse und zack, hat Hermann dir das berechnet und weiter geht's. Aber es gibt auch noch eine andere Sache und zwar, ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen denken, was natürlich Wurftränke in Minecraft sind. Ich denke immer so dabei, das sind ja so ein bisschen granatenmäßig. Kann man in Minecraft, sag ich mal, es benutzen. Es gibt noch verschiedene Granatentypen von den Tränken. Es gibt ja normale Tränke an sich, die man nur trinkt. Wurftränke und dann noch Flächentränke gibt's ja auch. Ne? Das könnten ja alles mögliche an Granatentypen sein, die man hier hat. Ja, und so ein bisschen Regal hinter dem Tresen, dann natürlich die Kasse. Und das ist hier an sich Hermanns Verkaufszentrum. So, und dann gibt es natürlich hier noch einen zweiten Raum. Den habe ich mir an sich ausgedacht. Den gibt es an sich oder wurde noch nie gezeigt bei den Simpsons. Aber ich konnte es mir einfach nur so ein bisschen denken. Weil wir haben ja vorne so einen riesigen Eingang. Und beim Eingang habe ich mir gesagt, da gingen die Kunden, glaube ich, ja gar nicht rein. Was könnte man da machen? Und zwar vielleicht für einen Wareneingang. Wenn Hermann natürlich seine ganzen Waffen oder sonstige Sachen halt geliefert bekommt, kann er die natürlich hier ein bisschen verstauen, was vorne natürlich nicht reinpasst, kommt dann einfach mal hier hinten hin. Natürlich noch ein paar Munitionskisten, natürlich auch ein paar Käfige oder sonstige Sachen verkauft Hermann, ne, für die Jagd. Kann man natürlich auch einiges hier machen. Oder. Ne, also da ist die Fantasie gefragt, was man sich alles so in Minecraft so ein bisschen ausdenken könnte, was man hier so in den, ja, oder bei Hermann halt platzieren könnte. Also da ist viel gegeben und ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Aber man könnte natürlich das Ganze noch ein bisschen doller zustopfen. Aber ich wollte jetzt nicht so doll übertreiben und habe es einfach mal so ein bisschen leicht gelassen. Ja, aber ansonsten würde ich mal sagen, gehen wir mal raus in den Hinterhof von Hermann. Weil wir sind ja hier besondere Kunden und wollen natürlich auch etwas für uns zu Hause haben. Und ich habe gehört, Homer hat ja auch mal was gekauft. Da wollen wir mal gucken, was Homer sich hier so kauft. Ja, und denn Hermann hat hier hinten, sag ich mal, seine Atomschutzbunker, die verkauft er auch. Denn irgendwie habe ich zurzeit übelst Angst, dass hier in Springfield mal eine Atombombe einschlägt. Ich kann mich noch in die Vergangenheit so ein bisschen zurückerinnern. Da ist schon mal sowas passiert bei den Simpsons. Dazu möchte ich mich natürlich ein bisschen vorbereiten und Hermann könnte mir ja auch mal hier irgendwas empfehlen. Hermann, der sieht cool aus, der Bunker. Was macht der Bunker hier oder was hält er aus, Hermann? Und dieses Schmuckstück hat den Namen Widerstandinator. Es hält eine 6 Megatonnen Explosion aus. Das ist interessant. Ja, würde ich mal sagen, schnupper ich einfach mal rein, oder? Zack. Ah, schicker Atombomber, Atombunker. Ja, hier so ein paar Matratzen natürlich, ein bisschen was Stauraum natürlich für die ganzen Lebensmittel. Hier noch vielleicht ein paar irgendwelche Dosen.
mit noch Vorräten. Oh, man kann sogar hier das Licht anmachen. Ist ja super. Ja, so stelle ich mir einen Atomschutzbunker vor hier in Minecraft. Wunderbar. Hermann, der ist gekauft. Kannst mal einpacken. Ja, aber jedenfalls, hier hat er noch ein paar Bunker stehen, was man so ein bisschen sich halt in Minecraft mal so vorstellen kann. Man muss ihn nicht unbedingt einrichten. Ich sag mal, das ist ja auch hier alles nur so ein bisschen Show. Darum habe ich die jetzt hier nicht unbedingt eingerichtet, die Bunker. Aber wenn man drauf besteht, kann man natürlich die auch ausbauen. Ja, aber ansonsten habe ich mir noch gedacht, bei Hermann hinten, da steht nicht nur schon fertige Bunker, sondern wollte er noch einen bauen. Und dann habe ich hier so ein bisschen wie so eine kleine Baustelle gemacht, dass er hier noch einen Bunker aufbaut, sag ich mal, auch ein bisschen logisch gebaut. Ne? Hier so mit Eisendrähte, da kommt dann später Beton rum. Hier wird auch noch ein bisschen Beton auf den Boden gelegt, dass hier dann am Ende natürlich der Boden für unseren Bunker erstmal gebaut wird. Man kann natürlich dann hier auch, sag ich mal, noch so ein bisschen handwerkliche Sachen hier noch hinpacken, weiß ich, ein paar Kisten mit noch ein paar Rohstoffen drin oder ein Werkzeugkasten kann man hier machen oder noch ein paar Baumaterialien, was hier alles so ist. Ja, aber ansonsten, das ist Hermanns militärische Antiquitätenladen. Ich habe bis jetzt nur hinten noch diesen Anbau noch reingebaut mit den ganzen Bunkern. Ich habe dann mir noch hier gedacht, ich mache die Mauer, die wir schon vorhin oder schon früher hier hatten, einfach mal auch gleich hier ringsrum. In der Folge des Simpsons sah man eigentlich, dass hinten so eher mehr Maschenzahntrauen gespannt ringsrum ist, aber ich dachte mir einfach, eine Mauer sieht schöner aus, kann man damit immer ein bisschen besser verbinden und sieht natürlich auch etwas besser aus, wenn man, sage ich mal, jetzt dahinter noch ein Gebäude dran hat, so wie ich jetzt, und da sieht das immer doof aus, wenn man da mit Zaun arbeitet. Da kann man doch besser eine Mauer hinsetzen. Ja, aber das ist Hermanns militärische Antiquitätenladen. Ich bin damit jetzt fertig und würde mal sagen, können wir mal gucken, was wir wieder als nächstes bauen. Wurden schon wieder ein paar Sachen vorgeschlagen, aber ansonsten kannst du auch gerne nochmal was hier unter dieser Folge schreiben, was wir hier als nächstes bauen könnten oder sollten. Ich überlege noch, was man hier so ein bisschen hinbauen kann. Vielleicht fällt hier auch noch was ein. Irgendwas, eine Kleinigkeit, irgendein kleiner Laden, der vielleicht noch hinpasst. Ich habe ja gesehen in den Folgen des Simpsons, dass neben Hermann so ein kleiner Friseurladen ist. Da müsst ihr mal gucken, ob man den vielleicht daneben bauen kann. Aber ansonsten, ja, gucken wir einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich vor, Hermanns militärischen Antiquitätenladen hin. Und dann war es das Ganze hier für diese Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Das nennt sich Filetspitzenfeu.